Galimera, mis amigos! Und damit herzlich willkommen. Scheiß auf Bella Italia! Ich mach jetzt heller Griechenland! Wir haben Gyros! Wir haben Gyros! Minecraft Bloody Beach mit Ossi und Maxman. Zurück. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Es ist unglaublich und mit dabei ist Maxman. Genau, man hätte es nicht anders erwartet. Und ich refreshe nochmal den Bloody Beach Server und es lädt. Komme ich etwa nicht drauf? Was soll das? Ich logge mich mal ein, mal gucken. Oh, ich bin. Ah, ich bin auch drauf. Oh, krass. Oh, jo, geil. Maxman, wo bist denn du? In der Underground. Achso, du hast bei mir gerade so komisch gelaggt. Sag nochmal was. Ah. I'm on the Underground. Achso, ja, du bist unten, okay. Ja, liebe Freunde. Ich bin back aus dem Business oder wieder zurück im Business? Nee, wie sagt man? Ich bin auf jeden Fall wieder in den Building drin. Kann wieder aufnehmen. Ich habe jetzt eine andere Frisur für Sommer und so. Ich bin ein bisschen braun. Ich bin da aber nicht ganz ein Nager. Hattest du den ganzen Stuff hier einfach drin gelassen? Nee, ich räume den gerade rein. Ach so. Wenn du mal guckst. Ach so, ja. Ja. Och, Alter, meine Nachbarn, ne? Einer von meinen Nachbarn, der ist der Meinung, ja, ich muss erstmal Rasen mähen. Der andere ist der Meinung, ja, ich lass mein Kind erstmal nackt im Garten rumlaufen. Diggi, ich sag dir, Maxman, ich wohne hier richtig im Irrenhaus. So, ich ernte nämlich jetzt erstmal unsere Karotten. Ich muss was wegschmeißen, damit ich weiter Karotten ernten kann. Und du kannst mir mal erzählen, was hast du denn so Schönes geschafft, als ich im Urlaub war? Irgendwas Nennenswertes? Ich habe gelabert. Ja, ah ja, Maxman, ne? Maxman labert. Das war die beste Folge. Vor allen Dingen, wie du dann gesagt hast, vor allem das Allerbeste war einfach an der Folge Maxman labert. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut mal auf jeden Fall in die Bloody Beach Playlist. Wie Max mir meinte, ja, also mein Tagesablauf, ich stehe dann und dann auf und dann gucke ich auf die Uhr. Ich saß im Urlaub in meinem verkackten Hotel-Internet, ne, was übrigens richtig schlecht war. Ich saß in meinem verkackten Hotel-Internet und habe mir fast den Arsch abgelacht, weil das, glaube ich, das einzige Video ist, was ich im ganzen Urlaub gucken konnte, weil da ging das Internet halt mal eins. Und Max mir sagt einfach, ja, ich stehe dann und dann auf und dann gucke ich auf die Uhr. Und dann gucke ich wieder auf die Uhr und dann ist es 18 Uhr. Und dann habe ich vergessen, die Folge auf Facebook zu posten. Das war schon cool. Also, das war wirklich so. Das war schon cool. Ich fand das richtig lustig. Also, Maxman, da mal meine Props an dich. Das hast du echt lustig gemacht. Oh, guck mal, wir haben sogar schon ein Stack. Fast. Na doch, ein Stack. Wow, ein Stack Weizen. Krass. Und wir haben... Ich werde Holz farmen. Ja, soll ich mitkommen? Mir brauchst du nicht, ist da keiner drauf. Wir sind Pussys, wir wissen das. Wir sind Pussys, total toll. Wir haben 50 Kohleblöcke. Was sollen wir damit machen? Verbrennen. Essen. Essen. Einfach essen. Also Ossi, du hast das gesehen, denn auch vielleicht, dass ich geglaubt habe, dass jemand dich in unsere Dings gebuddelt hat, hier, ne? Ja. Yeah. Ja. Ich glaube, hier war jemand bei uns drin. Ist doch egal. Maxman, ich baue uns jetzt erstmal einen Amboss, okay? Wir haben sowieso genug Eisen, also... Habe ich meine Minecraft-Sounds aus? Für gewöhnlich macht der am Anvil doch immer so einen Sound. Gott, Brightness mein Mod, right? Bist du überhaupt noch da? Ja. Oh Gott, ich dachte schon wieder, ne? Ich dachte schon wieder. Muss man ein bisschen gerade sitzen. War es der wohl? Hier war eine Basis. Ich habe eine alte Basis gefunden. Echt? Von wem? Weiß ich doch nicht. Ich kann für die Folge mal andere nicht schauen. Hier steht einfach nur im Berg drin. Richtig offensichtlich. Und aber es scheint ein Team zu sein, was rausgeflogen ist. Aber da ist nichts mehr. Nee. Schade. Aber die haben ihre Basis noch offensichtlich gemacht, weil sie die ganzen Bäume abgeholzt haben. Okay. Wir machen uns jetzt hier mal noch so ein paar Secrets. Zum Beispiel hier. Eigentlich ist es schon fast traurig, dass wir eigentlich nur so lange überlebt haben, weil wir uns verstecken. Na, was heißt, weil wir uns verstecken? Weil wir einfach nicht draufgehen wollen, weil wir da einfach keine Lust zu haben. So, und jetzt kann ich das... Naja, bald soll es ja so werden, dass wir eine Mindestzeit in der Woche aufnehmen müssen.
Ja, Maxman, wegen den enchanteten Spitzhacken, ne? Es ist doch rein theoretisch logisch, solange wie wir Level haben, aber noch kein Enchantment-Table, dass wir die reparieren, oder? Oder ist das unlogisch? Ich weiß nicht, ob es klüger ist, Bücher zu nehmen und die zu verzaubern, weil wenn wir sterben, kriegen wir das sowieso neu. Wir kriegen ja hier schon mal, glaube ich, wenn wir sterben, ja. Ausrüstung neu. Ja, stimmt. Also bringt es uns. Haben wir denn Zuckerrohr? Guck mal bitte nach, weil sonst suche ich schnell welches. Achso. Ja, ich würde sonst mitkommen. Wir machen dann so ein Zuckerrohr-Quest oder so, aber es ist bestimmt nichts mehr auf dem Server drauf. Die haben bestimmt schon alles weggefarmt. Ja, das glaube ich auch. Was eigentlich traurig ist. Ich gehe mal kurz nach oben an die Oberfläche, aber hier wird... Oh, Alter, das wär's ja. Das wär's ja. Das wär's ja. Ansonsten... Wir geben hier ein bisschen auf Erkundung zu, weil ich jetzt ein bisschen riskier bin. Warte mal, wo war nochmal dieser häselige Villager, mit dem man handeln kann? Weiß ich doch nicht. Ich dachte du... Koordinate 00? War das nicht 00? Nee, das war nicht 00. Das war minus irgendwas. Den hatte Kolimodi irgendwo ins Nirgendwo reingesetzt. Aber es war auf jeden Fall... Oh, das hätte ich mir nochmal aufschreiben sollen. Ich muss mir nachher nochmal das unser Einführungsvideo zu Bloody Beach angucken. Ach du Scheiße. Ach ja, hier ist auch irgendwas. Das sollten wir vielleicht mal irgendwann wieder zuschütten, weil das ist ganz schön dicht an unserer Base dran. Nachher findet die deswegen noch irgendjemand. Aber das glaube ich eher nicht. Gab es eigentlich Monster? Ja, klar. Ich grad so ein bisschen. Ach Mist, Dolo. Wir brauchen Bücher, Alter. Das ist so eine Rotze, ne? Ja, dafür brauchen wir erstmal Tiere und die haben wir ja nicht. Also Leder und sowas, aber haben wir ja nicht. Hä, es ist allgemein, glaube ich, unmöglich, an Leder ranzukommen, es sei denn, man hat es sich gleich am Anfang geholt. Ja, das glaube ich. Weil auch. Die Tiere spawnen ja nicht nach, oder? Das ist unmöglich, Alter. Ich glaube, ich laufe gleich entweder in eine Falle rein oder. Ich laufe halt irgendwo hin und dann spawnen da welche und die schlagen. Maxman, dann spawnen da welche. Wer soll denn da spawnen? Das wird ja genau in dem Moment online gehen, wenn ich bei deren Basis bin. Ich gehe mal wieder an unsere Kiste und mach da mal die ganzen verzauberten Sachen rein, die du erst in die andere Kiste reingepackt hast, ne? Also, du hast die in die Hauptkiste reingepackt und ich pack die jetzt in die Secret-Kiste. Ja, ich weiß schon, wie du das meinst. Jojo, alles gut, alles gut. Achso, übrigens, ich sehe in der Facecam bestimmt gerade richtig rot aus. Das liegt einfach daran, es ist so scheiße warm hier, ne? Es ist so eklig. Weißt du zufällig, wie viel Grad wir heute haben? 29 oder so? Wo soll ich das wissen? Hast du nicht irgendwie Thermometer in deinem Haus oder so? Ja, in meinem Haus schon, ja. Aber da bin ich ja zu faul aufzustehen. Und da müsste ich erst runterlaufen. Hey, warte mal, wolltest du nicht Holz farmen? Ich hab noch einmal viel Holz. Noch 48 Holz. Ja, es ist zu spät, jetzt farme ich noch Holz. Okay, wenn du möchtest. Ich mache uns mal einen kleinen Durchbruch zu einer möglichen neuen Farm, okay? Die soll aber hübsch werden. Also das soll jetzt nicht so eine häselige 0815 Farm sein. Die soll schon geil sein. Also die soll schon ein bisschen bosshaft sein. Also, ne, die soll schon... Ich habe hier ein Feld von 4FUP gefunden. Ist da was drauf? Nein, leider nicht. Schrecklich. 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 Kann ich nicht noch irgendwas schmelzen? Ach, Gold. Guck mal, Gold. Und ein Kohleblock. Nee, halt. So. Hammergut. Oh, ich hab Spitzhacken gefunden. Was für welche? Zauberte. Echt? Nimm mal mit. Wie viele? 2 Spitzhacken und 2 Marks. Und wo waren die? In der Nähe vom Feld von 4FUP. In der Kiste? Ja. Warum bist du eigentlich immer auf Erkundungstour, wenn ich nicht dabei bin, Alter? Ist dir das mal aufgefallen? Weil es kann. Ja, aber so verpassen meine Zuschauer sind schon. Ja, wenn irgendwas Spannendes ist, denn ich habe den Villager gefunden. Ja? Ist da irgendwas in der Nähe? Nee, ne? Nö, jemand hat ihn fast umgebracht, aber sonst. Jemand hat ihn einfach fast. Ey, warte, man kann ihn gar nicht umbringen, hatte Kolimoli doch im Infovideo gesagt. Ich glaube, er hatte das in den World-Ding-Settings so eingestellt, dass man den nicht killen kann. Oh, ich habe noch mehr Spitzhacken und sowas gefunden. Ja, nimm alles mit, Alter. Nimm alles mit. Also ich darf jetzt übrigens nicht disconnecten, sonst bin ich tot. Ja, ich denke, die Regel gibt's nicht mehr. Oder... Also, ich
ich bin der Meinung, wo ich heute Morgen in die Config geguckt habe, ich musste ja den ganzen Chatverlauf durchlesen. Es waren wieder 300 neue Nachrichten, liebe Leute. Das war reich. Und da wurde drin geschrieben, dass diese Regel mit dem Disconnecten Leben verlieren, also wenn man Leben verloren hat und disconnectet, dass man dann stirbt, wenn man das nächste Mal aufjoint, dass es diese Regel nicht mehr gibt. Und dass schon fast 10 Leute raus sind aus Bloody Beach, unter anderem auch... Nee, das ist egal. Unter anderem Wither League. Und ich glaube, die sind zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt... Also es sind auch schon andere Leute raus, aber... Zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, sind sie, glaube ich, noch drin. Deshalb sagen wir das mal lieber nicht. Sondern warten, bis die Folge von denen offiziell ist. Und dann kann man da dann nochmal darüber reden. So. Aber wir, also Mr. Ossi und Mr. Maxman, wir sind auf jeden Fall einige von den wenigen, die auf jeden Fall noch 6 Leben haben. Also, es gibt auch welche, die haben, glaube ich, zurzeit noch mehr. Aber nee, 6 Leben nicht. 6 Punkte. Ja, sechs also Punkte. Also 3 Leben. Ja, 6 Punkte. Ja, ich habe das jetzt einfach mal als Leben deklariert, ich weiß auch nicht. Ach ja, und ich brauche eine neue. Ach, ich habe sogar. Hä, lol. Die ist wieder da, die Spitzhacke. Hä, ist die behindert? Die ist doch gerade kaputt. Ja, manchmal re-dingsen die. Achso. Chillig. Extrem chillig. Also ich hab jetzt übel viele Spitzhacken, das reicht auf alle Fälle für eine lange, lange Zeit. Ja, deshalb, also wir. Hä, das war auch immer. Eigentlich war das auch gar nicht so schlau von mir, dass ich gesagt habe, hoi, lass mal machen, jo, hoi. Ja, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, was soll man mit den Leveln sonst anfangen? Ja, stimmt schon, also... Es ist wiederum kompliziert, junger Maxman. Nee. Dein Padawan. Mein Padawan. Ich sag dit ja mal so, ne? Wie hier in Ost-Berlin gesagt. Was, Ost-Berlin, Alter? Ach, meine Fresse. Die Mauer muss stehen. Ich denke, die Mauer muss fallen. Ach so, ja, wenn ihr sehen wollt, was in meinem Urlaub so passiert ist, ich sitze auch gerade in einem Urlaubsvideo, was dann auf meinem Relief-Kanal erscheinen wird. Also zum Zeitpunkt dieser Folge sollte es raus sein. Darf ich das auch sehen? Ja, natürlich. Natürlich! Nein, weißt du, das sperre ich extra für Maxman. Geht das? Nein, ich denke nicht. Hä? Warum kann ich den hier nicht? Oh, jetzt leckt der Server. Jetzt leckt der Server. Also, jetzt bin ich gerade überhaupt nicht davon begeistert, weil der Server erlägt. Ey, hier sind so viele alte Basen. Ja. Wie machen wir das eigentlich? Kommst du in der nächsten Folge? Also zwischen den Folgen können wir mal, denke ich mal, ganz kurz einen Cut machen. Ich kann hier ja ein bisschen weiterbauen. Und in der nächsten Folge kommst du dann wieder und wir machen das Feld hier? Oder wie hattest du dir das gedacht? Ja, so ist es eigentlich angedacht. Ich bin eigentlich sogar jetzt schon auf dem Weg zurück. Achso, nö, hast du noch ein bisschen Zeit. Die Folge geht ja noch ein bisschen. Wir versuchen das mal alles so bei ein paar Minütchen zu halten. Nö. Ich hab gehofft, dass ich vielleicht eine andere Basis finde, aber... Ach so, übrigens, weißt du, was ich mit den Kohleblöcken gerade mache? Das ist gerade richtig praktisch. Weil so ein Kohleblock brennt ja richtig lange. Ich habe einfach, also wir hatten ja fast nur Kohleblöcke. Und ich habe, oh, meine Maus, die glitscht hier so die ganze Zeit so eklig rum. Sorry, also ich gucke, komm in die Facecam. Hallo. Ich habe so einen Kohleblock in den Ofen gepackt, ne? Und dann habe ich da 6 Gold oder so drin gebrannt. Aber danach hatten wir praktisch noch ein bisschen... Da war ja noch Glut im Ofen, sag ich jetzt mal. Und da habe ich jetzt einfach nochmal einen Stack Cobblestone draufgepackt. Dann haben wir nochmal einen Stack... Glut im Ofen. Genau, dann haben wir nochmal einen Stack gebrannten Cobblestone. Das ist doch eigentlich auch mal was Praktisches. Weißt? Irgendjemand gestorben. Ja, ich. Fast. Nee. Weil es im Urlaub... Das Essen war nicht so geil. Also, es war halt griechisch und irgendwie... feiere ich nur griechischen Käse und es gab wenig westliche Gerichte und es gab keine westlichen Getränke und eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, weil ich bin ja der Ossi, aber nee. Nee, ich habe gerade Wolle gefunden auf dem Boden. Nimm mal mit. Aber Wolle, Alter, Wolle. Was willst du mit Wolle? Wir brauchen Kühe, brauchen wir Leder, brauchen wir. Wir brauchen die Geheimkisten von Menschen, Alter, in diesem Projekt. Weißt du, das bestimmt. Von Peebles. Von Peebles, genau. Da ist bestimmt noch irgendwo Leder drin. Guck mal, wir haben zum Beispiel. Also, ich finde ja, wir sollten von den ersten Dias, die wir haben, ne? Sollten wir uns auf jeden Fall eine Dia-Hacke machen. Und mit der Dia-Hacke können wir den Obsidian abbauen. Ne? Alter, krasses Feld. Ja, von dem ersten Dias, das wir haben,
Mach uns erstmal ein Schwert. Hä, was willst du mit einem Schwert? Kämpfen. Weißt, wenn wir alleine auf dem Server sind, kämpfen, Alter. Kämpfen. Hier ist ein Bett, soll ich das mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Oh mein Gott, das ist ein Task voller Dings. Nimm einfach mit, was du finden tust. Ich kann mir hier ja auch mal... Ja, ich crafte uns mal TNT, okay? Ich spawn ja gleich einer in der Basis. Es wäre so lustig, wenn irgendjemand uns Kacknoobs nachjoinen würde und uns töten würde. Es wäre so lustig, ne? Brauchen wir Lapis-Lazuli? Ja, nimm mit. Lapis-Lazuli ist cool. Also. Ich weiß gar nicht. Ist die Folge jetzt... Ja, die Folge ist gleich vorbei. Die Folge ist gleich vorbei. Ich mache jetzt noch diese Reihe fertig und Maxman kann einfach nochmal sozusagen so sein Wort zum Sonntag oder so sagen. Also, wenn du jetzt noch Bock hast auf ein Wort zum Sonntag... Nee, ich will noch hinter diesem System zu steigen. Aha. Ja, das ist doch mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder froh, hier zu sein, weil die Griechen, die gehen einen teilweise auch ganz schön auf den Sack. Also... Manche, also die sind ja teilweise auch sehr nett und so, also die sind auch sehr gastfreundlich und bla. Aber manche, oh, die sind ja teilweise sehr total auf den Sack gegangen. Ah, Kalimera, Kalimera, Kalispera. Oh, Alter, ne? Mit diese Kali hier, Kali da, weiß ich, habe die ganze Zeit an Rainer Kallmund gedacht. Spaß. Ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Intention für einen Urlaub. Ja, liebe Freunde, ich denke mal, wir sind jetzt auch am Ende von der Folge. Oder Maxman, hast du jetzt noch irgendwie dick was zu machen? Aber das kannst du auch zur Not offscreen machen. Gut. Dann würde ich sagen, das war's mit endlich mal wieder in der Folge Bloody Beach. Ihr hattet jetzt auch irgendwann mal ausgesetzt, wir hatten auch kurz mal ausgesetzt oder so. Und dann sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Seht ihr denn aus Maxmans Sicht und mit meiner Sicht als Bild im Bild, praktisch wie immer. Und dann würde ich sagen, tschüss mit V und Maxman sagt... Ciao. Oh.